What's going on right now, sir? So, grüß euch, hier ist der Olli. So, ich bin jetzt hier am Newark Liberty International Airport und schau dich das mal hier an. Da ist einiges mehr los. Ich bin gerade in New York City an dem JFK. Und es ist so schön, die Leute, dass sie sich wieder treffen können, gell? Man muss eine Maske tragen, es sei denn, man isst was oder man trinkt was. Und ich habe natürlich einen Apfel dabei. Und wenn ich jetzt dann in den Apfel beiße, dann, weißt schon, dann kann ich die Maske runter machen. Und hier habe ich mein Schild dabei. Und dahinter strömen sie rein. Es gibt hier einen Expressbus nach New York City, super easy, den kann man nehmen und kann damit in die Stadt fahren. Ihr habt die Möglichkeit, die AirTrain zu nehmen und dann mit einem Zug in die Stadt zu fahren, oder ihr könnt mit einem Bus nach Newark zur Penn Station fahren für $1.50 und dann dort in die PATH Train steigen und kommt auch so nach New York City. So, da ist es auf der Rückseite, da ist natürlich nochmal in den Apfel beißen. Auf der Rückseite, da ist natürlich in Red, White and Blue. Olli der Tools, willkommen in New York City. Und das drehe ich jetzt gleich wieder rum. Und dann schauen wir mal, wer hier ankommt. Wer ein paar Fragen reinstellen will, macht das gerne. Schaut auch mal auf Instagram bei meinem Freund, dem René Meinert. Der René, der hatte gerade eine Viererkonferenz geschalten mit dem Frank und Cisco, zusammen mit Dennis und Sandra aus L.A. und eben mit dem René. War geile Sache. Und das drehen wir wieder rum. Dass die Leute, die hier ankommen, das Schild sehen. Und das schau an. Das sind Stewardessen. Das ist ein seltenes Wesen. Oder wie nennt man die FlugbegleiterInnen? Ja, und jeder trägt fleißig die Maske. Ich beiß einen Apfel. Ich bin jetzt gespannt auf die, die kommen. Das wird eine spannende Sache, ne? Super. So, die zwei Mädels, die wissen nicht wohin, die sind aus Spanien. Ja, auch Spanier erkennt man immer gleich. Und dann die amerikanische Fahne. Ganz cool ist da oben die Freiheitsstatue. Seht ihr vielleicht ein bisschen rausspitzen. Das ist der Newark Liberty International Airport. Und die Spannung steigt, ne? So, da sind ein paar Amerikaner, die zwei. So, ich setze mich nochmal hin, komme nochmal kurz ins Bild. Also, liebe Leute. Servus, grüß euch, hier ist der Olli von Olli Day Tours. Ich habe natürlich mein geiles Olli Day Tours Shirt an. Da, so schaut's aus. Ich bin jetzt super heiß. Auch die Zeit, die kommt. Es ist ein heißer Tag, wir haben 20 Grad in New York City, in New Jersey. Der Uwe, der kommt, super. Wo ist er? Der schaut es sich jetzt wahrscheinlich live gerade an, muss er nur aufpassen, dass er das Handy nicht abgenommen bekommt, wenn er jetzt gerade in der Immigration steht. Da muss das Handy wegmachen. Erst wenn du bei den Koffern bist, da kannst du das Handy wieder rausmachen. Und ich mache mal mein Earpod raus. Jetzt ist wahrscheinlich auch vom Ton ein bisschen besser, oder? Sagt mal kurz Bescheid, wie es vom Ton ist, wie es vom Bild ist. Und dann hoffe ich, das passt. Der Florian, super, servus. Oh, Elena, ihr müsst auch wieder kommen, ne? Dann ist einmal eine Pause mit Hochzeitsbilder machen. Oder ihr heiratet, ich mache Hochzeitsbilder. Da, my sister from another mister, ne? Die Nadine, die ist mit dabei. Der Heiko ist mit dabei, servus, der Lutz ist mit dabei, Ton passt, perfekt.
So. Also, ich bin hier am Flughafen und dahinter kommen sie raus in Scharen, die Touristen. Und es wird jetzt ein wirkliches Erlebnis. Sehr schön. Und die sehen jetzt noch nicht aus wie deutsche Touristen. Ganz lustig ist, dass so einige, die man so trifft am Flughafen, dann anspricht, die sind ein bisschen zurückhaltend. Ne? Die haben ein wenig, wie sagt man so schön, ein Holzstück in ihrem Hinterteil. Aber gut, so ist es. Ne? Ronny, servus, wie ist in Denver? Denver oder Dallas? Denver, oder? Super. Mike, my brother from another mother. Ja, die Immigration, die dauert. Dauert so gut eine Stunde. Wenn man Glück hat, eigentlich geht es hier ein wenig schneller, aber dadurch, dass es hier ein Terminal für International Arrivals hat, ist jetzt heute hier natürlich die Hölle los. Schauen wir einfach mal, wie es noch weitergeht. Ich zeige euch hier noch zwei, drei Sachen. Und dann kommen wir da zurück. Oh, da vorne kommen die Lufthansa-Stewardessen, oder? Sind sie das da vorne? Weiß ich nicht. Nee, wahrscheinlich nicht. Es ist Austrian Airlines. Die mit ihrer Blümle. Oder ist United? Da laufen sie. So, ich gehe mal kurz mit meinem Schild an einen Mülleimer. Ich zeige euch noch zwei, drei Sachen. Da hinten, da hat so ein Welcome Center. Das ist ganz cool. Und hier gibt es das Jersey Reserve. Die haben lecker Kaffee und eine Latte für $7. Na, die große für 6,50. Dann haben wir hier, oh, da ist der Garbage Bin. Moment, muss noch mal kurz zurück. So, da haben wir da drüben das Welcome Center. Da sitzt jetzt keiner da, der die Leute willkommen heißt. Deswegen habe ich mein Schild mit dabei. Und da bekommt man ein paar coole Karten. Da gibt es so eine coole Subway Map. Die Subway Map. Die ist ganz cool. Und eine tolle New York City Visitor Map. Ja, die stecke ich mir jetzt gleich mal ein. Also die zwei Sachen. Das ist ganz toll. Jetzt mache ich mein Earpod nochmal rein. Ich hoffe, weiterhin gut verstehen. Also die Visitor Map, die ist cool, denn da habt ihr, ups, ist ein wenig schwierig mit einer Hand, ne? Und ohne Mund. So, hier haben wir sie. Die Visitor Map, die hat natürlich zwei Seiten. Eine Rückseite und eine Vorderseite. Und wenn man sie richtig hinlegt, hat man schon gewonnen. Ich war jetzt vorhin hier am John F. Kennedy. Ich war vorhin hier am John F. Kennedy International Airport und bin jetzt dann hier entlang gefahren über die Verrazano-Brücke drüber, über Staten Island drüber bis hierher zu dem Newark Liberty International Airport, Staten Island, Brooklyn, Queens, da oben die Bronx und dann Manhattan Island. Bei meinen Touren sowie bei den City Vibes bekommt ihr natürlich eine Karte an die Hand. Und auf der Karte habt ihr noch ein bisschen besser das drauf, was man hier auf der anderen Seite sieht. Da habt ihr nämlich die komplette Insel Manhattan drauf. Machen wir einmal kurz hoch. Wir starten im Süden.
So, also ich bin quasi hier drüben, ne? Da habt ihr draußen die Freiheitsstatue, Governors Island, Brooklyn, dann der südliche Teil, Lower Manhattan, Financial District, Little Italy, Chinatown, Soho, Greenwich Village, Union Square, Flatiron District, das Empire State Building, das Chrysler Building, das One Vanderbilt ist noch nicht mit drauf. Ihr habt auch hier auf der Karte bei der Wessel nur die Wessel drauf, die ist noch geschlossen. Dann geht es hoch zum Central Park, 4 Kilometer lang, 800 Meter breit. RIP. Und dann geht es weiter hier in den Norden. Und da kommen wir letztendlich hin zum Yankee Stadium. Da ist es. In der Bronx und die Treppen vom Clown. Oder wie heißt der Clown? Und dann da oben der nördliche Zipfel von der Insel Manhattan. Also das ist eine schöne New York City-Karte. Wer will, dem schicke ich die Karte per PDF zu. Einfach eine WhatsApp an mich schicken. 201-661-4803. Sag, Olli, kannst du mir die Karte bitte als PDF schicken? Dann schicke ich euch die Karte durch. Die andere Map, die verrät euch. Danke, Brigitte. Die andere Map hier, die verrät euch, wie es mit den Zügen und mit der U-Bahn funktioniert. Auch hier habe ich gerade ein Problem, die auseinanderzumachen. So. Aber da starten wir mit der einen Seite und dann gehen wir auf die andere Seite. So. Auf der Karte habt ihr nämlich viele tolle Sachen drauf. Ihr habt da draußen Montag, also heute, ne? Seht ihr hier? Montag, da habe ich schon einen Livestream gemacht. Das ist alles Long Island. Und ihr seht, dass Brooklyn und Queens Teile von Long Island sind. Ihr habt auch hier wieder den JFK Airport und die AirTrain. Und die AirTrain, die geht ja dann entweder nach Jamaika oder hier rüber nach Howard Beach. Ihr habt es dann zudem da drüben New Jersey anschließend. Und hier oben bin ich zu Hause. Hier oben, da wohne ich am wunderschönen Greenwood Lake. Da gab es einen Livestream gestern, wo wir wandern waren. Das sind nicht die U-Bahnen, sondern das sind hier die Westshore. Und der Stefan, der kriegt so eine Karte zugeschickt per PDF. Auf der Rückseite, da wie gesagt, da macht ihr euch erkennbar als Tourist, wenn ihr mit der großen Karte einmal irgendwo in der U-Bahn steht, habt ihr ratzfatz jemand, der euch fragt, ob euch helfen kann, dann bitte nicht das Holz im Popo haben, sondern sagen, yes, please, I don't know where to go. Zum einen habt ihr das hier nochmal drauf, der JFK Airport, die AirTrain, hier nach Howard Beach, dann geht es in die AirTrain, rüber nach Manhattan und weiter in den Norden. Oder hier der JFK Airport, die AirTrain bis hier hoch nach Jamaika. Und dann nimmt er die E-Train und nimmt die E-Train durch Queens, letztendlich nach Manhattan. Und das hängt halt einfach davon ab, wo euer Hotel ist. Aber da habt ihr die ganzen U-Bahnen drauf, gibt über 472 U-Bahn-Stationen. Mittlerweile mehr und mehr, Basel, auch Rollstuhl berollbar. Super. Die Karten falte ich zusammen, denn jetzt ist es gleich soweit und ich kann die ersten Gäste begrüßen und ihr seid live mit dabei, wenn ihr dabei seid. Ne? So, jetzt mal alles weiß. Schauen wir da drüben, ob es da noch Karten gibt. Oh, die haben sie versteckt hinterm Glas. Ne? Traurig, traurig. So, da drüben gibt es die SIM-Karten. Da könnt ihr euch eine SIM holen. Und hier ist so ein Currency Exchange, der hat natürlich nicht offen, weil das Geld, das hebt er mit der Kreditkarte ab. Da draußen sind die Taxen. Und da vorne ist die Taxischlange. Das mit der Taxischlange, das war ja das letzte Mal schon so, dass da keine Schlange war. Jetzt haben wir hier eine Taxischlange. Und da holt man sich das Ticket und da wird man direkt rausgeschickt. Also ist auch keine lange Wartezeit. Und wie gesagt, so Flughafen ist das Besondere, das sind die ganzen Abholer. Aber es ist besonders, denn da stehst dann
mit deinen Blumen. Jetzt schauen wir mal, wann der Uwe kommt und die Annette, die nette Annette und der Uwe. Wäre ganz geil, ne? So, da kommt der nächste Pilot. Also, das ist jetzt live hier am Flughafen. Und da ist der Starfotograf, ne? Der schaut da an. Der macht hier Bilder vom Flughafen, von den Gästen, die rauskommen. Wer weiß, für welche Zeitung der arbeitet. Aber ist ja ganz gut. So, jetzt schauen wir mal. Da ist Kajcek Wolfskin mit dabei. So, wir warten. Das ist wie das Warten aufs Christkind, oder? Jo, so schaut's aus. Liebe Leute. Oh ja. Yeah. Do you need help? No, okay. I'm waiting for friends, so if you need some, if you need something, you can ask. Oh yeah, thank you. Yeah, you're welcome. So, da haben wir mal gefragt, ob man helfen kann. Ne? Aber der hat gesagt, nee. Bin ich schon wieder zu bunt angezogen? Sagt selber. Moment. Ich sehe doch ganz normal aus, oder? Best Show hier. Willkommen in New York City. Das ist jetzt wahrscheinlich spiegelverkehrt. Und viele liebe Grüße an meinen Freund, den Mike. Der hat mir die Lederhosen geschickt, ne? Made in Germany. Oh, Maske drauf. Also hundertprozentig made in Germany. Nicht so eine Lederhose, weil schaut mal in eure Lederhose rein und sagt mir dann, was da drin steht. Da ist wahrscheinlich Material from Germany und assembled in Pakistan oder Indien. Und da habe ich gesagt, das will ich nicht. Und dementsprechend hat er mal Lederhosen geschickt von einem richtig geilen Laden. Kann ich gerne in die Kommentare reinschreiben, wer das war. Und dann schauen wir mal weiter. So, da kommen die Nächsten. Achtung. Ich bin gespannt. So. Oh, die haben ein Deschel dabei da vorne. Sehr schön. Ja, das wäre jetzt mal interessant zu wissen, wo die herkommen. Hat jemand von euch eine Frage? Ella 402 braucht noch eine Stunde. Nee, oder? Danke, ich sehe super aus. Also der Uwe, der ist jetzt gelandet. Vor einer halben Stunde. Der hat mal WhatsApp geschrieben, aber wenn ich jetzt auf die WhatsApp gehe, dann stoppt es kurz den Film. Das muss ich aber trotzdem mal kurz machen. Vielleicht. Oder vielleicht auch nicht. Und mal schauen, wann er denn kommt, ne? Wir machen das einfach so. Ich werde mal meine Nachrichten checken und dann melde ich mich einfach bei euch gleich wieder live. Und schauen wir mal, ob der Uwe schon da ist. Und vielleicht sind schon die ersten WhatsApp durch. +1 201 661 4803. Und da schicke ich die ersten PDF-Maps durch, ne? Also, bis dann. Ciao. Bin gleich wieder live für euch da.